In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit Hilfe der Idee der Klammergebirge Gleichungen lösen kann. Die Idee der Klammergebirge wurde von mir bereits in einem anderen Video vorgestellt. Sie ist entstanden aus den Klammergebirgen von Professor Kortenkamp. Auf der Seite im ZumWiki finden Sie noch mehr Informationen dazu. Und auch das andere Video verlinkt. Ja, wie geht man jetzt hier vor? Was man macht, ist ja, dass man mit Hilfe dieser Kärtchen unter Beachtung des richtigen Anlegens mit dem Pfeil hier diese Gleichung auslegt. Im Prinzip ist diese Gleichung ja nicht so sonderlich schwer. Ich muss gucken, wie ich das hier auf dem Bildschirm richtig drauf bekomme. So. Das Problem bei der Sache ist, dass viele Schüler eben von den vielen Rechnungen verwirrt werden. Gleichung ist ja mit einem x nicht so sonderlich kompliziert. Nur, wo fängt man eben an? Die Grundidee, dass man das dafür sorgen muss, dass das x alleine auf einer Seite steht, haben sicherlich alle verinnerlicht. Nur, wie mache ich das eben? Und ihr hilft diese Idee der Rechengebirge, denn bei den Rechengebirgen geht es ja darum, dass man üblicherweise erkennen kann, welche Rechnung zuerst gerechnet werden muss. Wenn man das jetzt hier auf dieser Seite betrachtet, ist es so, dass diese Rechnung x mal 3 am höchsten nach oben raussteht. Normalerweise müsste man sie also als erstes rechnen. Danach folgt dann zum Beispiel diese Rechnung. Dann kann man die Klammer fertig ausrechnen. Und dann habe ich hier eine Multiplikation, hier habe ich eine Division, die könnte ich dann jeweils voneinander getrennt rechnen. Und dann muss ich erst als letztes die Addition hier durchführen. Beim Auflösen muss ich gerade den umgekehrten Weg gehen. Wenn ich etwas entfernen will, muss ich quasi mir überlegen, welche Rechnung hat die geringste Priorität und die kann ich als erstes auflösen. In diesem Fall ist es so, dass zum Beispiel hier das Plus, wie schon erwähnt, ja als letztes berechnet werden würde auf der linken Seite. Das bedeutet, ich kann die Rechnung hier also als erstes sozusagen, beziehungsweise einen Teil dieser Rechnung quasi hier entfernen. Fangen wir aber erstmal anders an. Wir schauen zunächst mal, gibt es Rechnungen, die ich vereinfachen kann, die also nicht mit meiner Rechnung hier mit x zusammenhängen. Und da gibt es zwei Stück. Das eine ist, ich kann unabhängig von dem Rest 9 durch 3 rechnen. Und rechts vom Gleichheitszeichen, diese 5 plus 2, da eben auch kein x vorkommt, kann ich das auch rechnen. Mit Hilfe der Tafelsoftware kann ich das Ganze recht einfach kopieren. Normalerweise sollte ich es einfach kopieren. So. Und jetzt ersetze ich die Rechnungen. 9 durch 3 ergibt 3. Das kann ich in diesem Fall gerade einfach so weglöschen und 5 plus 2 ergibt 7. Dann entferne ich die 7 und ersetze das durch ein anderes Kärtchen. So, alle weiteren Rechnungen kann ich jetzt zunächst mal also nicht für sich rechnen. Jetzt geht es darum, wie muss ich als nächstes vorgehen? Und wie gesagt, man kann sich das Ganze ja vorstellen wie ein Päckchen. Ganz innen drin ist diese Rechnung und dann geht es weiter nach außen. Das Minus, die Klammer, die Multiplikation und zum Schluss erst das Plus. Und beim Auflösen muss ich gerade das Umgekehrte machen. Das heißt, ich fange von außen nach innen an, das Ganze aufzulösen, muss also gucken, welche Rechnung ist am niedrigsten. Und das ist hier diese Rechnung plus 3. Also muss ich die plus 3
oder 3 plus auf die andere Seite bekommen. In diesem Fall muss ich also minus 3 rechnen. Kopieren wir das Ganze wieder. Und ich forme das um. Jetzt haben wir natürlich die Termumformung. Das kann ich jetzt hier nicht irgendwie mehr verdeutlichen, sondern ich führe das Ganze einfach durch. Ich muss minus 3 rechnen. Dann kommt dann eben eine 4 hier hin. So, nächster Schritt. Die nächst oder die nun die Rechnung mit der nun niedrigsten Priorität ist das mal 2. Die Klammer hat ja immer noch Vorrang. Also muss ich jetzt hier das Umgekehrte zu mal 2 machen, nämlich geteilt durch 2 rechnen, damit ich das entfernen kann. Ich kopiere es wieder. Kriege es jetzt leider nicht mehr so gut hin. Deshalb gehe ich auf die nächste Seite und füge es hier nochmal ein. So, also wir müssen rechnen durch 2, um dieses mal 2 zu entfernen. Das heißt, ich kriege hier ist gleich 4, ist gleich 2. So, jetzt habe ich auf der linken Seite nur noch die Klammer und rechts und links davon keine weitere Rechnung. Das bedeutet, ich kann die Klammer wegnehmen. Und zurück bleibt eine neue Gleichung. Auch hier geht es jetzt wieder darum, die rechte Seite brauche ich ja nicht verändern, aber auf der linken Seite, welches ist hier die Rechnung mit der geringsten Priorität? Das ist das dieses Minus hier. Wobei man natürlich beachten muss, das ist nicht die Rechnung 3 minus 2, sondern das ist ja x mal 3 und dann minus 4. Ich habe eben falsch gesagt. Aber das stört hier in diesem Fall nicht. Ich kümmere mich nur darum, dass ich dieses hier wegbekomme. Wie bekomme ich ein minus 4 weg? Indem ich plus 4 rechne. Das heißt, ich muss auf der rechten Seite dann 4 addieren, damit ich dieses hier wegbekomme. Und dann habe ich anstatt ist gleich 2, ist also gleich 6. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch eine Rechnung übrig, nämlich das mal 3. Und damit ich das wegbekomme, muss ich durch 3 rechnen. Und wenn ich die zwei Kärtchen entferne, muss ich also rechnen 6 durch 3 und das ist dann eben das Ergebnis 2. So, das ist insgesamt ja doch recht aufwendig. Es ist ein langer Weg. Man hat einiges aufzuschreiben, aber es wäre, glaube ich, sogar auch der Weg, den man gehen müsste, wenn man es so nach konventionellen Methoden, also ohne eben diese Legekärtchen, machen wollte. Der Vorteil ist wirklich, man sieht ganz genau, wie die Reihenfolge ist, die man zu beachten hat. Hier kann man das zuerst rechnen, das kann man auch rechnen, ohne dass etwas gestört wird, weil das durch das Gleichheitszeichen getrennt ist. Dann kann ich die 3 plus oder hier diese Addition als nächste entfernen, nämlich die 3, weil es eben die geringste Priorität ist, sprich ist das unterste. Das nächst unterste ist dann diese Multiplikation und dann erst muss ich mich an die Klammer machen. Und wenn die Klammern dann weg sind, bleibt als höchste Priorität noch das Mal übrig und das Minus muss ich dann eben als nächstes entfernen. Und so weiter, bis ich zum Endergebnis komme. Es ist eine wirklich sehr aufwendige Sache, aber ich denke, dass das vielleicht für Schüler, die eben mit Termen und mit der Rechenreihenfolge noch Probleme haben, sicherlich keine schlechte Idee ist, diese Situation zu visualisieren, damit sie eben erkennen, wie sie so eine solche Gleichung
umformen, damit sie zum Ergebnis für x kommen.